Ich habe im letzten Video angekündigt, dass ich bald ein sehr geiles Gerät rausbringen will, welches so in Deutschland einmalig ist. Und seit 3 Tagen sind diese Geräte endlich bei mir eingetroffen und bestellbar. Die Tatsache, dass ich jetzt schon gar nicht mehr mit dem Abpacken hinterherkomme, obwohl ich das Produkt noch nicht mal auf YouTube beworben habe, zeigt das Potenzial. Krank! Jetzt ist schon ein großer Teil... Okay, aber ey, Also natürlich ist es erstmal umso erschreckender, dass er mit so einem Ding so krass viel Geld macht, obwohl das eine Kopie ist. Und wir wissen noch nicht mal... Das Ding ist halt, wenn der das davor auf Alibaba, wenn der Hersteller dort ein Patent draufgesetzt hat und OpenMind kopiert das sozusagen und verkauft das hier, dann kann das eine unfassbar riesige Strafe geben. Ich will nicht wissen, was es für eine Strafe gibt, aber es könnte eine riesige Strafe geben. Also wirklich eine sehr, sehr riesige Strafe geben. Ich meine, ich kann doch nicht einfach so von jemandem das Produkt klauen und dann vermarkten und es die Kohle machen und bei dem anderen... Von dem originalen Hersteller, den geht dann natürlich das Geld durch die Lappen. All meines Lagerbestands weg. Es ist sehr schön, endlich mal ein Gerät zu haben, das wirklich für jeden was ist, auch wenn man sich nicht für den Konsum von Substanzen interessiert. Jeder, dem ich es gezeigt habe, feiert es. Es handelt sich um einen Sternenhimmelprojektor, der einen Sternennebel an die Wand projiziert. Ich nenne ihn den Smart Projektor 3000 von OpenMind. Warte mal, aber warte ganz kurz. Das andere Gerät heißt auch Smart Projektor, oder? Warte, das andere Produkt heißt auch Smart Projektor. Oder täusche ich mich? Das heißt, es ist ja noch nicht mal vom Namen her was anderes. Oh, Alter, okay, das ist harter Betrug. Uff, das ist aber harter Betrug. Hat das irgendjemand schon aufgedeckt, dass es eine Kopie ist? Ja, ach du Scheiße, ey. Oh ein Gerät, Gott, ey, das sich prima zum Schlafen, Vögeln, Party machen und Trippen eignet. Oder auch für den Hintergrund von YouTube-Videos. Doch warum ist meiner geiler als die anderen? Bevor ich das Produkt rausgebracht habe, habe ich für mich privat 2 von den Dingern bei Amazon bestellt. Die Geräte hatten folgende Probleme. Dieses hier ging immer nach einer Zeit aus und die Sterne haben sich nicht gedreht. Aber das Schlimmste, man konnte die Geräte nicht ohne Fernbedienung bedienen. Das heißt, wenn man sich so ein Ding kauft, die Fernbedienung verlegt, kann man das Gerät nicht mal mehr einschalten. Und wegen diesen Mängeln habe ich einen 5-stelligen Betrag in die Hand genommen, um den Projektor 3000 produzieren zu lassen. Uff. Er hat einen 5-stelligen Betrag hingelegt, um eine Kopie von einem anderen Gerät anzufertigen. Ich will ja jetzt gar nicht sagen, ne? Aber ich glaube, das könnte hart nach hinten losgehen. Mein Gerät hat erstmal direkt einen Button in der Mitte zum Einschalten und zum Wechseln der Modi. Zusätzlich kann man das Ding auch noch via der App Smart Life mit dem Smartphone steuern. Hier kann man unterschiedliche Szenen und Farben einstellen, einen Zeitplan, der den Projektor automatisch an- und ausschaltet und man kann auch einstellen, wie schnell sich die Lasersterne drehen. Allein, dass sich die Lasersterne drehen, ist ein sehr geiles Feature, was die meisten Projektoren nicht haben, aber den Wow-Faktor deutlich erhöht. Das Feature, das mich aber am meisten hypt, ist, dass der Smart Projektor 3000 auch mit Sprachsteuerung steuerbar ist. Sowohl mit Alexa. Alexa, Projektor 3000 an. Alexa, Projektor 3000 auf Rot. Dauert mir zu lange. Als auch mit Google. Und falls ihr jetzt sagt, solche Smartphone-Geräte habe ich aber nicht. Also wir müssen dann auf jeden Fall gucken, was für Features dieses Alibaba-Gerät hat. Die braucht ihr nicht. Das geht alles auch direkt vom Handy aus, entweder durch die Alexa-App oder am besten, wenn ihr ein Android-Handy habt, das idealerweise im Standby auch auf Sprachbefehle reagiert, über den Google Assistant. Okay, Google, Projektor 3000 aus. Ihr könnt es auch so einstellen, dass zusätzlich eure Freunde das Gerät mit ihrem Handy steuern können. Oh. One more thing. Natürlich lässt sich das Gerät via USB über eine Powerbank betreiben. Vor kurzem habe ich mit Freunden nachts an einem Strand gechillt und hatte den Smart Projektor 3000 dabei und besonders wegen dem sich drehenden Sternenhimmel sorgte das Gerät für eine sehr gute Atmosphäre. Scheiß daher auf alle Geräte,
die nicht das Open Mind Logo drauf haben. Auf das Original bitte drauf scheißen. Also scheiß bitte auf alle Geräte, die das Original sind. Nehmt einfach die Kopie, wo Open Mind drauf steht. Oh, weia. Alter, also wirklich, dass er sich nicht selber irgendwie komplett dumm vorkommt. Ach du Kacke. Wenn euer Handy nicht von Open Mind ist, solltet ihr es mir schenken. Ich habe das Gerät schon etwas früher auf Telegram vorgestellt und dort meinten einige Schlaumeier, dass es angeblich schon tausende Geräte mit diesen Funktionen gäbe. Aber ich habe gerade nochmal bei Amazon geschaut und kein einziges gefunden, Alter, mit Sprachsteuerung und sich drehenden Sternen. Ah, okay, vielleicht hat er das Original von Alibaba. Wobei Alibaba hat eigentlich nie originale Sachen, sondern die sind auch immer gefaked. Aber vielleicht hat er dieses angeblich Originale von Alibaba auch zwar solche Funktionen, nur halt eine Funktion weniger. Und da macht die Aussage plötzlich von OpenMind ja wieder Sinn. Himmel. Besonders letztere Funktion hat fast keines der Geräte, was echt schwach ist, weil die statischen Sterne super lame sind. Die beiden Sachen im Kopf. Na gut, stimmt, bei Alibaba werden die Geräte bestimmt nicht auf Alexa hören. Ja, weil dann würden die ja Amazon unterstützen. Das wär natürlich ganz unlogisch. Ja, wenn Alibaba Amazon, ich meine, das ist ja eine Konkurrenz, Alibaba zu Amazon. Ja, stimmt, da ist natürlich das Feature eingebaut, dass Alexa wahrscheinlich nicht vorhanden ist. Kombination fand ich, wie gesagt, kein einziges Mal auf dem deutschen Markt. Meiner Meinung nach schaut auch der Leuchtnebel bei dem Smart Projektor 3000 deutlich stylischer aus als bei denen, die so ein Design haben. Der Smart Projektor 3000 hat den geilsten Preis, den irgendein Gerät haben kann, und zwar 69,69. Wenn ihr ein Doppelpack kauft, kostet euch das Ganze nur 11111 und ihr spart fast 15 Euro pro Gerät. Ich persönlich habe einen im Wohnzimmer und einen im Schlafzimmer. Weil ich so häufig Bock auf diese wunderschöne Projektion habe, ist mir einer zu wenig. Klickt auf das i da oben oder den ersten Link in der Videobeschreibung, um euch das Gerät zu gönnen. Der zweite Link in der Videobeschreibung ist ein Amazon-Kauflink zum Gerät für die Leute, die am liebsten... Warte mal, hat er seine Adresse verraten? Das geht halt immer bei Amazon ist sehr gut. Warte, er wohnt in München. Er heißt Simon und wohnt in München. Und er hat schon ein was im Einkaufswagen. Okay, warte. Steht noch was näher dran? Weil manchmal steht da auch wirklich der genaue Ort, da steht noch die Straße. Ist ein Amazon-Kauflink zum Gerät für die Leute, die... Ja, warte, da steht ja noch links irgendwas, ne? Hat er sich geleakt? Verkauf, Versand durch Open Mind. Wirklich, hier, liefer an Simon München. Ne, er hat nicht seine Adresse geleakt. Ich wollte schon sagen, nicht, dass es nach hinten losgeht. Kauflink zum Gerät für die Leute, die am liebsten bei Amazon bestellen. Der dritte Link führt zum Original auf Alibaba. Bedenkt dabei allerdings, dass sich da Amazon über 10 Euro vom Gewinn abzwackt. Und bedenkt außerdem, dass der gesamte Gewinn an einen wohltätigen Zweck geht. Und zwar an die Simon will sich endlich einen Tesla leisten können Stiftung. Hier trotzdem ein 16,20 Euro Rabattcode für alle, die das Video schauen, wenn mein Lagerbestand gerade leer ist, was sehr bald nach dem Upload der Fall sein wird. Ihr könnt das Gerät vorbestellen und bekommt es wegen der Wartezeit deutlich günstiger. Also sobald die Lieferzeit etwas länger als 5 Tage angegeben ist oder irgendwo was von Vorbestellung steht, wird der Code einsetzbar sein. Ihr kennt mich, ich bin immer real und werde euch nicht die negativen Seiten von dem Projektor verschweigen. Das mitgelieferte USB-Netzteil ist ziemlich der Schrott und es gab schon mehrere Fälle, wo das gebogen an. Na, weil das halt von Alibaba kommt. Der hat sich wahrscheinlich auch das Zubehör von Alibaba schicken lassen, das auch so kopiert und dann war es natürlich kacke. Ja. Die meisten von euch werden es irgendwie gerade biegen können oder einfach eins von den Steckern benutzen, die man mal für ein Handy bekommen hat. Dann kam es auch schon vor, dass sich die Sterne nicht rotiert haben. Wenn ihr solche Probleme habt, meldet euch, bevor ihr eine negative Review schreibt, dann lasse ich das fixen oder austauschen. Ich bin wirklich sehr stolz auf den Smart Projektor 3000 und erst recht, wenn man ihn mit den üblichen Produkten, die YouTuber so rausbringen, vergleicht wie Schinkenpizzas oder Billig-Smartphones. Schreibt mal in die Kommentare, falls es ein YouTuber-Produkt gibt, das ihr besonders gefeiert habt. Nächste Woche... Naja, ich feiere ja den Smart Projektor von Alibaba ziemlich.
Ist jetzt vielleicht nicht von dem YouTuber, aber das Produkt an sich fühle ich auf jeden Fall zu 1000%. Da gibt es ähnlichen Content, denn da zeige ich euch meine komplette Einrichtung mit vielen coolen Elementen, die perfekt für eine psychedelische Party sind. Also kauft euch einen Smart Projektor 3000 und abonniert diesen Kanal. Ich meine, es ist ja alles schön und gut, aber es ist halt... Wir müssen jetzt trotzdem mal sagen, dass es echt... in meinen Augen schon Betrug ist, eine Sache vom Design 1:1 zu kopieren, wirklich 1:1. Ich möchte jetzt mal ganz kurz, wir gucken noch mal ganz kurz bei Dude mit Maske. Das Ding heißt bei Alibaba Star Projektor, Galaxy Projektor, Night, warte, ihr seht es nicht, Night, jetzt sehe ich es aber selber nicht. Aber das ist ja vom Design einfach genau das Gleiche. Es sieht ja exakt gleich aus. Exakt gleich. Wirklich 1:1 dasselbe. Smart App Alexa. Das ist sogar auch Alexa. Bei Alibaba ist sogar auch mit Alexa. Und mit Google. Also auch genau das hier. Mit Smart App Alexa Google Home. Das heißt, das Ding ist einfach 1:1 die gleiche Sache. Wirklich. 1:1 das Gleiche. Das kannst du dir echt, also das kann man sich manchmal echt nicht ausmalen. Da denkst du dir auch so, ey, was für eine Welt leben wir?